Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 28. April, 8:28 Uhr. Na dann. Wir schauen mal auf den rechten Bildrand und wir sehen hier die Big Number, die wir jeden Tag hier fast schon bei 15.300 platzieren. Wie auch heute, es sei denn, diese orangene Box, die ihr dort unten seht, das ist eine sogenannte Blue Box. Wenn die sich verfärbt, out, das passiert dann, wenn der Markt komplett eingeschlafen ist, dann verfärbt sich die orangene Box in eine blaue Box, das nennen wir dann die Blue Box. Und wenn die blau ist und kleiner ist als 30 Punkte von der Range, also vom Tief zum Hoch, dann werden wir diese favorisieren. Also 1, 2. Ja, aktuell ist sie bei 19,5 und der Markt ist noch nicht beim komplett eingeschlafen oder bei der Meditation versucht hier gerade das Level zu erreichen. Falls die Mitte erreicht ist, so bis dann schauen wir mal. Okay, wir bleiben aber auf diesem rechten Chart und blicken in die Vergangenheit, nämlich auf gestern. Denn wieder wie immer, gestern Abend kleine Boxen, die kommen für uns nicht in Frage, sondern zu den Handelszeiten und alles, was kleiner ist als 30. Hier haben wir eine gemalte Box, 13,5 Punkte und ist im ersten Trade in den Gewinn gelaufen. Ja, und dann am Vormittag hier eine 18er Box, auch die ist direkt im ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen, nach wie vor. Und wie jeden Tag fast seht ihr, dass diese Blue Boxen zwar nicht sehr häufig stattfinden, aber ein, zwei kann man am Tag identifizieren und haben eine sehr, sehr, sehr hohe Trefferquote. Und zwar im ersten Anlauf. Okay, wechseln wir die Farben und gehen auf den linken Bildrand. Hier sehen wir die Volatilitätsboxen, die eine andere Charakteristik haben. Und schauen mal auf den gestrigen Tag. Hier einmal sehr schön auch rausgebrochen. Ja, und für einen Hedge-Auflösungstrade gab es hier gestern nicht die Vola-Boxen. Deswegen schauen wir mal heute drauf. Wo kommt der Markt rein? 15.325, also wieder ein wenig über dem Level. Das heißt, wir bewegen uns seit gestern hier aufgrund dieser Felder in der Mitte mit dem Kurs, nicht an den Feldern, wo algorithmisch das so programmiert ist, dass dort der Markt reinläuft und schnell wieder diese Zone verlässt, weil wir halt auch seit mehreren Tagen jetzt hier wieder seitwärts laufen. So, insofern müssen wir hier abwarten. Aber hier auch nochmal ein Tipp an auch die Clubmitglieder mit Hedge-Auflösung. Und wir haben heute Abend wieder Schulung, 16:45 bis 19 Uhr. Unter anderem werden wir Hedge-Auflösung besprechen. Und eins der Möglichkeiten, falls der Schuh brennt, würde ich vormittags zur guten Handelszeit oder nachmittags, je nachdem, kann man so eine Box wie hier auch als Hedge-Auflösung nutzen. Ja, das heißt, man hat hier die Möglichkeit dann zu sagen, wir brauchen ja 15 Punkte für so eine Fortsetzung eines Trades in den Gewinn. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn ich keine Vola-Box morgens habe, versuche ich ein bisschen Punkte mit gut zu machen. Und dann geht man eigentlich hier, wie bei den Vola-Boxen letztendlich auch, wenn der Markt diese blaue Zone verlässt, versucht man Short zu gehen und der Markt hat hier 11 Punkte gemacht. Das reicht natürlich nicht aus, aber 10 Punkte, 13 Punkte gut zu machen, dann ist man schon wieder gut vorbereitet für den nächsten Tag, ja, und braucht weniger an Punkten. Also das ist durchaus auch möglich, so ein Trade zu platzieren. Ja. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir warten hier noch. Wir sind bei 15.281. Einmal MTX Master Template. Haben wir da heute Morgen irgendwas? Nee. Auch hier sehen wir sehr schön an dieser 5-Minuten-Strategie, dass wir, wenn wir hier unten sehr viele Pfeile haben, dass der Markt wirklich sehr, sehr ruhig sich verläuft. Und wir schauen mal an den gestrigen Tag. Insgesamt die Trading Range lag aber im Durchschnitt bei 100. 23, 123 Punkte. Wie immer haben wir ja ein bisschen Zeit und bis zur Marktvorbereitung und gehen einmal in die großen
Zeitebene rein und fangen heute an mit Ethereum. So, dann muss ich mal die Fibonaccis rausnehmen. Ethereum heute bei 2500 und wir wechseln hier direkt mal in den Bitcoin. Scrollen mal runter. So, hier haben wir Bitcoin und wir sehen hier 54.000. Wichtig oder interessant zu sehen von unseren Indikationen. Wir haben ja hier das Short-Signal gehabt für diesen Bereich. Wir haben jetzt eine Unterstützungszone bei 46 erst einmal im Bitcoin. Wenn man jetzt die technische, ja, oder da was rausliest, ein Gegensignal würde erst kommen, wenn wir Kurse haben über 56.000 hier. Ja, aktuell sind wir bei 54 für diesen Markt. Wir bleiben. Ethereum haben wir und scrollen ein bisschen hoch und nehmen den Dow Jones mal als Grundlage. So, Dow Jones, auch hier sehen wir im Tageschart seitwärts. Also da warten wir auf neue Impulse. S&P 500 ist sehr stabil oben. Ihr seht es dort, klopft die ganze Zeit auf All-Time-Highs an. Technologiebörse Nasdaq sehen wir schon ein bisschen volatiler. Gestern wieder ein Tickchen runter. Auch da oben ist der Gipfel, die rote Linie, die er überwinden muss. Und Gold, ja, Gold geht wieder zurück. Gold hat also Hallo gesagt beim 200er-Tagesdurchschnitt. Ja, und hat diesen wichtigen Indikator nicht überwunden und befindet sich hier jetzt wieder zurück in die Ausgangssituation im Gold. Das, so sieht der Chart insgesamt in Gold aus. Und der letzte Markt ist the good old German DAX. Und wo steht der Markt? Ja, wir sind auch auf All-Time Highs. Bei uns ist der Gipfel, die Spitze hier oben, 15.500 circa. Und seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen ist der Markt eigentlich hier auch ruhig und wartet auf den Impuls nach oben oder nach unten. Werden wir sehen. Und wir sehen jetzt hier 27,15, Box, wenn die 30 hat, überwunden hat, ist die für uns nicht mehr relevant. Alles, was unter 30 ist. Insofern warten wir hier. Es ist 8:36 Uhr. Es ist 8:50 Uhr und der erste Trade des Mittwoch, den 28. April, ist ein Big Number Trade. Wir sind im ersten Trade Short jetzt. 10 Minuten vor Markteröffnung. Gewinnziel für alle, die mitnotieren möchten, liegt bei 81. Ab dem zweiten Trade gehen wir dann auf angepasst. Das bedeutet, wir wollen dann ein bisschen mehr verdienen. Und das würde bedeuten, wir spekulieren erstmal dann klassisch auf die 50er-Marke, die dann so in dem Level hier oben ist. Und wenn der Markt sich aufschaukeln sollte, das heißt, wir gehen hier nochmal rein und geht dann darunter, dann ist die Zielmarke, um das nochmal zu definieren, der Daily Pivot, ja, der liegt heute auch bei 15.253. Das wären Zielmarken. Ab dem zweiten Trade gehen wir dann dementsprechend auf angepasst. Wir haben 10 Trades möglich. Das heißt, 10-mal kann er dieses Aufschaukeln hier machen. Diese Woche hatten wir schon einmal Trade Nummer 8. Den haben wir erfolgreich nach Hause gebracht. Und Maximum bisher in meiner Boxkarriere als Boxer war Trade Nummer 9. 10 gab es noch nicht bisher in der History. Jetzt schauen wir mal, wie der Markt sich da entwickelt. So, YouTuber sind dabei, live aus Hamburg. Wir sind short im ersten Trade und jetzt bin ich gespannt, ob Musik reinkommt. 15 Sekunden, 11, 10, 5. Und los geht's. 9 Uhr.
Wir sind short im ersten Trade. Short im ersten Trade. Und wir sehen oben für die Hedge-Auflöser Big Number, über knapp über der Big Number, 15.310 Short für die Vola-Box, 15.325 Long für die Vola-Box. Und da werden wir auch schon die Pending-Box hier platzieren. So.